Hilft dem Dorfgang wachsen. Nahrung, Materialien, Bevölkerung. Okay, wir müssen Nahrung spenden und Materialien. Wo ist die Spendenbox? Ich habe einiges dabei. Bevölkerung haben wir genug. Gut, ansonsten würde ich gleich mal den Stream hier beenden. Lang genug haben wir hier gespielt heute. Spenden wir hier ein bisschen Nahrung und Materialien. Wir haben doch genug. Sehr schön. Hat sofort geklappt. Sieh dir die Expansion des Dorfes an. Es ging schnell. Wir haben es geschafft. Wir sollten jetzt genug Upgrades. Genug für ein Upgrade unseres Dorfes ha zusammen haben, wie du es genannt hast. Wir wollten warten, damit du dir die Resultate ansehen kannst. Ich danke dir für alles. Jetzt stehen wir bestimmt an der Spitze der Welt. Boah. Geh mal zu unserem Händler und sprich mit ihm. So erfährst du, welche verbesserten Ausrüstungen und Werkzeugideen wir jetzt eingeführt haben. Fest bei dem Beliebtheitsbrett des Dorfes. Bist du Wes? Jetzt geht hier einiges schneller. Ach, der Händler ist hier. Sehr schön. Ha, erstaunlich, es hat geklappt. Na denn, stell mal Grufterkundung an. Wie auch immer es da mittlerweile aussieht. Hier, das sollte dir bei den Trümmerbeseitigungen helfen. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Ah, jetzt können wir die Gruft. Juhu. Sprengstofffass. Neuer Inselzustand. Jetzt sind sie auch groß genug, jetzt haben wir nichts mehr dagegen zu sagen, uns aufzunehmen. Das Ende naht. Die jüngste Aktion haben auf Albamar einen Dominoeffekt bewirkt. Jetzt werden auch andere Dörfer mit Expansion und Upgrades probieren. Verbesserte Dörfer haben höhere Einwohnerzahlen und lassen ihre Händler und Sammler von Wächtern begleiten. Sie werden bessere Rüstungen bauen und ihre Händler haben bessere Gegenstände im Angebot. Sprengstofffässchen. So, dann ab in die Minen, würde ich sagen. Das können wir meinetwegen auch im nächsten Stream machen. Hier hin oder was? Hier mal sprengen. Weggehen, Füchse. Sprengung. Das hat ja wohl nichts gebracht. Also nicht hier. Gut, dass wir noch drei haben. Ach, da drüben.
Das andere Dorf. Und was uns jetzt hoffentlich reinlässt. Ja, ich meine, wir haben die ganze Insel. Oha. So, wo muss man hin? Hier. Oder nicht? Bravo. Welche alle Sprengstofffässer verbraucht. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen im Effizienzplan. Wieso haben wir den noch? Verschafft den Zugang zu den Gruften. Ich versuche es noch einmal. Können wir nächstes Mal in die Gruften starten? Relativ sanfte Landung. Wie kommen wir denn hier rein? Tja. Wenn nicht da, dann weiß ich auch nicht. Können wir es fast schleudern? Scheinbar nicht. Vielleicht ganz nah dran stehen. Na toll. Nächste Fass in der Nähe. Es gibt einen großen Krach. Ah, sehr schön. Sehr behutsam war das nicht, aber anscheinend hat es funktioniert. Mal schauen, was da drin vor sich geht. Okay. Das scheint eine Notiz über die Änderungen in Dörfern zu sein. Mahnung an unser Volk. Unser Dorf ist in stetem Wandel. Hinkt daran, dass Bevölkerung, Nahrung und Material im großen Dorf. Es kann auch verschwinden, bleib wachsam. Wie kommen wir da jetzt rein? Das ist ein großer Zaun im Weg. Stellt sich das Spiel das vor? Ja. Ich wollte aufhören, aber
Wie kommen wir in die Gruft rein? Falsche Gruft vielleicht, oder haben wir noch eine andere Gruft, die wir aufmachen können? What the hell? Ein Fass hätten wir noch, in dem wir uns zur Not selbst in die Luft springen können. Wir haben ja letztendlich irgendwie ein anderes Dorf befreit jetzt hier. Schien mir so. Haben wir jetzt dieses Dorf, diese Gruft aktiviert und können da nicht rein, oder? What the hell? What the dunkel? Da ist ein goldenes Ding. Dann laufe ich heute noch mal hin. Hier irgendwo eine Gruft, wo wir hin können. Mysteriös. Die eine Gruft können wir jetzt nicht rein. Wo laufen wir hier hin? Okay, schauen wir mal. Wie wir jetzt in die Minen hineinkommen. Ein bisschen Dünneisen. Die Karte. Ja, hier ist ein großer Feld. Also ich müsste mal versuchen hinzukommen. In die Richtung. Exakt. Ja, versuchen wir es halt nochmal. Vielleicht finden wir irgendwie einen Weg von oben reinzukommen, von oben drauf zu hüpfen und da reinzufallen, weil ich glaube, das ist ein kleiner Bug. Ich glaube, das soll so nicht sein. Der Zaun, der dort im Weg ist. Dadurch, dass wir bei dem anderen Dorf unten in der, was nicht direkt in der Mine war, dadurch, dass wir da eine Sache geöffnet haben, hat sich da eventuell ein bisschen was verstellt. Mal schauen. Der Pfeil zeigt richtig hier hin. Händler, was hast du? Effizienzplan. Viel auf deine Entwürfe. Okay. Fassmaske-Idee. Okay. Was willst du dafür haben? Ja, ich muss mal ein bisschen mehr bezahlen. Wenn ich mehr bezahle, ist das fair. Verstehe. Fassschild. Okay. Ich habe immer noch den Effizienzplan bei mir. Okay.
Wo zeigst der Pfeil genau hin? Hier unten vielleicht. Nee, eher hier so hin. Schafft ihr Zugang zur Gruft? Das ist jetzt die Quest. Tag, Fuchs. Ich weiß, das sind keine Füchse, das sind Feeochs oder wie die hießen. Irgendwas in der Art. Ich gucke hier halt, ob es noch irgendwo einen anderen Eingang gibt, den wir hätten nützen müssen. Okay. Ein kleines Picknickplätzchen. Dann hier über den Eispfad entlang. Müsste jetzt gleich exakt unter uns sein. Uns quer durch den Berg sprengen können wir ja nicht tun. So ein bisschen Eisbaden. Au, ist mal niedrig das Wasser. Oh oh, nein, 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 nein. Mein letztes. Hier hinein müssen wir. Lauch knuspern. Sie haben was vielleicht irgendwie schaffen, von den Wasserfall zu nutzen. Der Wasserfall wäre vielleicht eine Idee. Einen der Wasserfälle. Könnten wir vielleicht da rein hüpfen. Also von unten jetzt ist immer noch dieser Zaun davor. Dann können wir den Zaun auch irgendwie wegsprengen. Und dann müssen wir dem Fuchsboss hier, von dem Bürgermeister, einen Effizienzplan geben, dass er den Zaun für uns wegmacht oder wie. Okay, das spricht nicht mit uns. Ach, den müssen wir ja eh beim Händler. Händler abgeben. Vielleicht bringt das ja uns was. Was gehst du so? Ich habe einen Effizienzplan. Vielleicht hat das jetzt was geholfen. Also der Zaun ist immer noch da. Rüberhopsen ist jetzt irgendwie schwierig.
Genau, mit dem Wasserfall nach oben. Nee, leider ist nicht, das ist ja nicht Minecraft. Das Minecraft eher wäre ja easy. Also. Das sehe ich hier noch als Möglichkeit, das wäre irgendwie Jump'n'Run mäßig. Das muss doch ein Bug sein, das ist doch hier. Das kann doch nicht die Wahrheit sein, dass wir hier nicht auf einfachem Weg hier hochkommen. Ich glaube, an die Wasserfälle kommt man auch irgendwie nicht rein. Da gibt es einen Eingang oben, das sehe ich. Ich komme mal darüber irgendwie. Aber hier rutscht man auch ab an den Felsen. Ist auch irgendwie nicht die Lösung. Tauchen kann ich hier gar nicht. Nee. Ich will es mal von oben versuchen, vielleicht kann ich da irgendwie. Ansonsten einen Versuch würde ich noch. Vielleicht kann ich hier das letzte Sprengfass noch. Ja, das bringt absolut nichts. Hier oben ist Eingang, vielleicht können wir da irgendwie schaffen. Es wird auch schwierig, aber ich kann was darüber reinzüpfen schaffen. Ja, dann frage ich mich, warum das solche Umwege bedarf. Warum wir das über einen anderen Eingang machen müssen und warum das hier. Warum uns dieser Zaun im Weg steht. Da drüben. Den Eingang. Da müsste es doch hier lang gehen. Müsste doch hier erreichbar sein. Irgendwo hier müsste es reingehen. Na, so wird das doch nicht nix. Wenn es hier von oben. Abgang machen. Okay, ein Versuch war es wert. Wir werden wahrscheinlich eh tödlich aufgeschlagen. Gibt es da noch einen anderen Eingang, den wir nutzen könnten? Wo zum Geier sind wir? Ach, hier sind wir. Autsch. Okay, ein Fass haben wir zur Sicherheit. Inventar. Gab es doch einen Eingang, den habe ich doch von oben gesehen. Wenn ich komplett Banane bin.
muss doch hier einen halbwegs offiziellen Eingang geben. Die Füchse sind ja auch unterwegs. Irgendwo hier muss es doch einen Weg geben. Ist der reguläre Eingang, oder? Ja. Da standen wir gerade oben. Da wollen wir hin. Zu dem Eingang. Dürfte ja hier nicht weit sein. Nee, der war offen. Das war ein definitiv gut sichtbarer offener Eingang. Und der muss irgendwo hier gewesen sein. Da gehen Fackeln lang. Ah ja, hier. Könnten wir halt hier nochmal versuchen, hier. Von oben zu kommen. Sieht ja halbwegs gewollt aus. Puh. Auch das sehe ich schwierig. Okay, es war definitiv nicht gewollt, aber nee, ich würde sagen, näher ran. Müssen wir das weiter suchen. Sonst gehen wir hier mit drauf. Hier können wir eigentlich auch nicht stehen bleiben. Und doch wissen, wenn wir doch hier runterfallen, dann wissen wir ja, wie wir wieder hinkommen. Sehr schön. Gruft, Hohlberg. Könnte vielleicht mal irgendjemand den Zaun dort entfernen. Vielleicht kommt man momentan nicht rein ohne weiteres. Ui. Willkommen in den Zwergenminen. Wow. Es fehlen hier nur noch viele Fackeln.